das El Heroe Mikata von Boecker. Dieses Messer hat eine Gesamtlänge von 17 cm, eine Klingenlänge von 7,5 cm und eine Klingenstärke von 4 mm. Das Messer hat eine Vollerbauweise, das heißt, die Klinge und der Griff sind durchgängig aus einem Stück. Es ist mit Mikata-Griffschalen besetzt und mit roten Fiberglaseinlagen. Es hat einen wunderschönen, sehr guten, langen Flachschliff. Ist wie immer rasiermesserscharf. Hat eine wunderschöne Daumenriffelung, eine Riffelung am Griff und unten genauso. Es liegt wunderbar in der Hand, optimal, verrutscht nicht. Die Fangriemenöse kann als Schlagstück verwendet werden im Notfall. Ein super solides Messer. Das Design ist von dem ungarischen Messermacher Peter Farkas und die Klinge aus Böhler N695 Stahl. Ja, ich persönlich muss sagen, es ist ein super Messer, da man es mit der Hülle horizontal tragen kann und somit kann man es auch wunderbar unterm Pulli tragen. Ich zeige euch mal die Hülle. Hier innen drin ist eine Kontur ins Leder gefräst, die genau der Kontur des Griffes entspricht, damit das Messer nicht aus der Scheide rutschen kann. Ich mach's mal vor. Es passt wunderschön hinein, sitzt schön straff und ist nicht mehr hinauszuziehen. Auch völlig spielfrei. Wie gesagt, ihr könnt es horizontal am Gürtel tragen und es stört nicht. Alles in allem ein wunderbares Messer. Sehr, sehr solide gebaut. Ein super Stahl, super schneidhaltig. Ich werde mal sehen, ob ich euch vorführen kann, wie scharf es ist. Wie immer der Vorführeffekt, aber ihr seht, da gehen schon einige Haare ab. Also das El Heroe Mikata von Boecker ist für jeden, der das Tragen eines horizontalen Messers gut findet, die erste Wahl, will ich mal sagen. Und vor allen Dingen ist es nicht zu groß, dass man es nicht mehr tragen kann, wenn man mal normal unterwegs ist in der Stadt. Okay, das war's zum Boecker El Heroe Mikata.